Hallo und herzlich willkommen zu The Division mit Mutality. Und heute sind wir unterwegs in der Beta von The Division. Ubisoft hat die Beta ja für den PC 3 Tage lang öffentlich gemacht. Und wir werfen mal einen Blick eben exakt auf das, was uns hier so bevorsteht. Das hier ist Bob. Bob gehört zur Division. Das ist so eine Art Super-Einheit mit Supersoldaten. Und Bob ist fähig, ja. Bob hat jetzt nämlich gleich eine Mission. Und wir befinden uns hier gerade in der Hauptbasis. Keine Sorge, ich spoiler nichts von der Story. Wir sind halt hier in einer Hauptbasis, ganz am Anfang des Spiels. Und diese müssen wir nach und nach ausbauen. Das kennen wir schon noch in anderen Spielen. Und ja, dazu müssen wir raus nach New York. Das ist quasi die Spielwelt von The Division. Und wir werden jetzt erstmal eine Mission annehmen. Das hier ist so die Spielwelt. Gucken wir mal. Das hier ist die Dark Zone. Das ist ein PvP-Gebiet. Und wir machen jetzt aber PvE und gehen in einen Einsatz. Von unserem Doktor. Ich habe eine ungewöhnliche Aufgabe, Agent. Ich will keine Ressourcen abzweigen, aber wenn jemand über eine Musikerin namens Heather Lau stolpern sollte, würde ich mich freuen, wenn er sie zurück zur Basis bringen würde. Oder sagen Sie mir wenigstens, wo Sie sie gefunden haben. Sie wird vermisst. Und sie ist meine Schwester. Letzter bekannter Ort? Zivilistenlager am Pier. Das Lager, das es nicht mehr gibt. Lau Ende. Gut, also unser Doktor hat jetzt eine Mission. Bob wird natürlich alles tun, um die Schwester zu finden von unserer netten Doktorin. Und ja, Inventar ist voll. Sehr gut, gehen wir raus. Da seht ihr schon, wir sind nicht allein unterwegs, denn die liebe Kitty City wird sich uns anschließen. Und da haben wir sie schon im Blick. Huh. So, das ist die liebe Kitty. Wir konnten unsere Figuren leider nicht aussuchen. Das war in der Beta festgelegt. Und wir sind hier in New York. Die ersten Bilder quasi live aus New York. Und das ist wirklich eine fantastisch hübsche Stadt. Da haben sie sich richtig Mühe gegeben. Es sieht fantastisch aus. Und ja, wir müssen jetzt los. Und zwar in die Richtung da, grob. Dann gehen wir mal los. Wir werden uns jetzt auf den Weg machen zu unserem Missionsgebiet. Und ja, wenn wir schon mal hier unterwegs sind, können wir uns ein wenig die Stadt ansehen. Ich spiele das Ganze auf den höchstmöglichen Einstellungen, die auf dem PC möglich sind. Und das Ganze auf 1080. Flüssig. Ja, absolut flüssig, 60 FPS. Gibt es keinen Frame, der runtergeht. Das ist großartig. Also der PC-Port ist perfekt geworden. So, das Ganze findet hier natürlich, wie soll es auch anders sein? Psst. Im Winter statt. Ab und zu kommen hier auch mal ein paar Schneeflöckchen, also ein Schneestürmchen. Und mal sehen, was wir auf dem Weg dahin noch so alles finden. Zuerst einmal sind wir hier irgendwo. Ich weiß gar nicht, was ist das hier? Manhattan. Und laufen jetzt erstmal in Richtung, ja, weg vom Madison Square Garden. Ab nach Norden. Die 8th Avenue runter. Naja. Jetzt sind wir in der 26. Straße, okay. So. Ja, hier ist ein bisschen was abgesperrt. Ein Checkpoint. Aber den gibt's nicht mehr. Na doch, da sind noch ein paar Soldaten. Aber, ach, wir sind halt super Soldaten. Uns lassen sie durch. Genau. Und jetzt sollen wir hier nicht nach Chelsea. Gut, dass sie sich um den Madison Square Garden gekümmert haben. Ja. Dann müssen wir hier nämlich entlang. Und es sieht fantastisch aus. So, jetzt sind wir ja quasi im Feindgebiet. Jetzt kann hier alles und jeder auf uns schießen. Da geht's schon los. Genau voraus, Kitty. 2 Plünderer. Und ihr seht schon, das ist ein MMO. Das heißt, die haben hier natürlich Hitpoints und es gibt Loot. Ihr lauft also durch die Stadt und ja, befreit den einen oder anderen Zivilisten oder rettet irgendwelche Leute oder was auch immer. Und dementsprechend gibt es dann immer Belohnungen und überall sind die Türen offen. Das ist ganz furchtbar. Und dann dadurch gibt es Geld, Loot und XP. Und je mehr XP wir haben, umso mehr Sachen können wir freischalten. Für unsere Figur, für Bob hier, den Supersoldaten. Und das sind alles Gute. Und es sieht fantastisch aus. Leider können wir hier nicht in alle Gebäude hinein, sondern nur in bestimmte. Und es gibt auch Tiere. Ja, wenn wir Ratten oder Hunde sehen, haben wir ausprobiert. Aufgepasst. Man kann drauf schießen und sie fallen dann auch tot um. Kitty hat den Hund erschossen, nicht ich. Ich hab doch gesagt, er hat eine Katze gebissen. Äh.
Das sieht auf jeden Fall richtig toll aus hier. Gut, dann laufen wir hier mal durch. Ups. Das dauert jetzt ein bisschen, bis wir da sind. Wir haben uns einen extra langen Weg ausgesucht, damit wir mal ein bisschen von der Stadt zeigen können. Denn jetzt geht es hier natürlich in die Slums, zumindest ein bisschen. Sieht zumindest so danach aus. Dass wir mal ein bisschen was sehen von der Stadt. Was will er denn hier? Hat er eben die Frau da angemacht? Nein. So, wo sind wir jetzt hier? Ich habe nicht aufgepasst. Chelsea. Na gut. So, haben wir da schon Bösewichter? Nein. Da hauen sich zwei. Warum tun die das? Hau ab! Ich habe hungrige Kinder! Ich dachte, sie würden uns helfen! Okay. Ich glaube, das haben wir einfach mal gelöst. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ah, hier rein. Ich glaube, hier über den Zaun. Okay, wie kommen wir da über den Zaun? Da rechts, okay. Ach, Mu. So, wir haben übrigens drei Waffen dabei. Wir haben ein Maschinengewehr, eine MP5 und eine Pistole. Da habe ich bereits eine bessere gefunden. Die ist blau. Blau ist immer besser als grün. Dann gibt es wahrscheinlich auch noch lila und dann gibt es, ach, wer weiß, was es da noch alles gibt. So, wir sollen jetzt den Bereich hier durchsuchen. Ja, das ist hier das Flüchtlingscamp. Gucken. Im Moment ist noch keiner mehr da hier. Aktives Echo-Signal geortet. Okay. Oh. So, Echo aktivieren. Jetzt sehen wir irgendwas aus der Vergangenheit. Nein, Schatz. Wir brauchen sie. Ich mag Fischstäbchen nicht mal. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es ist halt da. Hier ist der Gitarrenkoffer. Ich habe Clays Funkgerät zu Hause vergessen. Herr Salau. Nein, da können Sie nicht lang. Der Laden direkt über die Straße steht in Flammen. Das ist zu gefährlich. Faye sagte, ich soll mich da täglich melden. Und die besorgte Faye ist der total wütenden Faye sehr ähnlich. Okay. Was zur Hölle soll ich jetzt hier tun? Okay. Jetzt kann man sich hier die Figuren angucken. Und vielleicht finden wir so einen Hinweis darauf, wo die Dame denn steckt. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Und drück mal auf M, ob wir jetzt eine neue Mission haben. Ja, Lager des Spielers. Gehen wir mal dahin. Weil hier ist nicht mehr viel los. Und da haben wir Camp Hudson. Gut, dann gehen wir mal darüber. Gehen wir mal zu Camp Hudson. Wie kriege ich das hier eigentlich wieder aus? Ah, es geht automatisch. Gut, wie kommen wir jetzt da drüben rein? Ah, hier. So. Oh, hier ist was los. Moment, hier waren wir doch schon mal. Hier haben wir angefangen. Stimmt, hier ist der Start. Ah, hier fängt man nämlich an mit der ersten... Ich glaube, wir haben unsere Mission erfüllt, oder? Genau, da ist nämlich Teil 2. Okay, vermisste Person, Herr Salau, Teil 2. Der ist da nämlich in der Nähe des Madison Square Garden. Klicken wir mal an. Herr Salau ist in ihre Wohnung zurückgekehrt. Um ein Funkgerät abzuholen, beginnen sie mit ihrer Suche in der Wohnung auf der West 26th Street. Gut, machen wir das. Ein bisschen... Ja, unübersichtlich hier, das Interface. Daran muss ich mir jetzt noch gewöhnen. Das Ganze ist natürlich, ja, sehr konsolenorientiert. Und jetzt müssen wir halt nochmal quer durch die Stadt latschen. Aber, das habe ich mit Absicht gemacht, diese Mission hier. Also, ich kannte sie nicht, aber so weit wie möglich weg, dass wir hier ein bisschen was von eben der Stadt sehen. Denn die Stadt hier ist nämlich unheimlich schön. Auch wenn, ich glaube, Brooklyn nicht dabei sein wird beim Start. Kommt dann später, hoffe ich. Das, was wir bisher gesehen haben, ist wirklich beeindruckend. Eine epische Grafikwelt. Oh ja. Leider noch ein bisschen starr, das heißt, abseits der Pfade gibt es jetzt nicht allzu viel zu sehen, zumindest bisher. Mal gucken, wie es denn... Wir sind ja hier noch im PvE-Noob-Gebiet quasi. Später in der Dark Zone ist es dann vielleicht ein bisschen anders. Und bisher macht es wirklich einen sehr guten Eindruck. Und alles hier ist auch noch Beta.
Oh ja. Naja, gut. Die haben jetzt noch einen Monat Zeit, dann kommt's raus. Also so viel wird da wahrscheinlich nicht mehr gemacht werden. Stay strong, New York. So. Kerman Coffee. Ja, die sind auch überall. Na, dann latschen wir mal weiter in Richtung... Oh, was? Was willst du? Ich soll dir ein Erste-Hilfe-Päckchen geben? Okay. Oho. Was hat er hier fallen lassen? Ein M870. Okay. Was zur Hölle ist das? Sieht groß aus. Aber lustig. Ja. Man quatscht hier einen Passanten an und kriegt irgendwie einen Granatwerfer, oder? Ich weiß gar nicht. Ich muss mal kurz gucken, was das ist. Ich guck mal hier ins Inventar. Wir haben jetzt hier eine... Oh Gott, das ist eine Schrotflinte. Er hat mir eine Schrotflinte gegeben für ein Erste-Hilfe-Päckchen. Großartig. Sowas gibt's nur in New York. So. Hier geht's nicht lang. Und nun weiter zu Hessa. Geh weg! Böser Hund! Böser Hund! Spielen. Nein, der sieht nicht aus, als ob er spielen will. Ksch! Ksch! Ey! Irgendwer schießt hier. Ja, hier sind Verrückte. So, wir werfen auch mal mit Granaten um uns. Weil wir haben es ja. Ist ein bisschen doof ohne Deckung hier. So, Kopfschüsse sind natürlich besser als keine Kopfschüsse. Oh, hier ist noch einer. Wir können auch aus der Deckung feuern, ohne uns preiszugeben. Dann machen wir das Ganze quasi blind. Und die haben hier geplündert, die Penner. Na, jetzt sind sie weg. Die plündern nicht mehr. Und wo geht's hier eigentlich rein? Ich muss mich hier nochmal ganz kurz umsehen. Man ist ja nicht oft hier, ne? Vielleicht gibt's ja hier irgendwas. Nein, gibt's natürlich nicht. Das ist kein DayZ, Leute. Das heißt, man läuft hier wirklich ein bisschen linearer durch die Stadt als zum Beispiel in DayZ oder ähnlichen Konsorten, wo man einfach ziellos und wahllos durch die Gegend läuft. Man hat immer eine Mission, man hat immer etwas zu tun. Das Ganze ist eher so Theme Park orientiert wie Watch Dogs oder GTA. Ja, das heißt, ihr habt immer auf der Karte irgendwas zum Sammeln oder zum Abschlachten oder weiß der Geier was. Und jedes Mal dabei euren Charakter verbessern. Und guck mal, was wir da haben. Ganz viele neue Bösewichter. Ich hab da mal eine Granate reingeworfen. Die Waffen haben auch einen verdammten Rückstoß. Und je besser ihr... Oh nein, da kommt noch mehr. Und je besser ihr mit den Waffen umgehen könnt, umso einfacher ist es quasi zu zielen. Also es ist wirklich noch ein bisschen RPG-lastiger Shooter. Der hier ist einer gelb. Das bedeutet, der hat Panzerung. Da müssen wir erst die Panzerung wegschießen. Au, 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 au. Kitty hat nicht mehr ganz so viel HP. Nicht verwirren, Leute. So, okay. Jetzt haben wir, glaube ich, alle Bösewichter im Umkreis hier angelockt. Und was haben wir hier? Ein leichter Schoner für die Knie und eine Zieloptik VX1. Sehr schön. Da kann man uns nachher ein bisschen das Gewehr noch verbessern. Sowas ist immer gut. Was gibt's hier? Eine wattierte Weste. Ja, die ist aber nicht so doll. Ja, die nehmen wir einfach mal mit, aber die können wir nachher verkaufen. Okay. Und dann geht's hier weiter an dem Be Merry Drink 5 Auto entlang. Sieht ein bisschen aus wie ein Coca-Cola-Laster. Und jetzt wird's dunkel, ihr seht's vielleicht. Und je dunkler dieses Spiel wird, umso schöner wird's. Das ist absoluter Wahnsinn. Aber Hauptsache, wir haben noch Strom für die Lampenketten hier. Du hast ja eine Mütze auf. Ich will auch eine Mütze. Ja, ich habe ein Mützchen gefunden. Oh. Nein, oh Gott, bitte! Meine armen Katzenhörchen dürfen doch nicht frieren. Ja, ich habe bisher nur die Jacke hier gefunden, die blau-rote. Man kann sich halt später noch seine Figur ein bisschen anpassen. Man kann auch sein Gewehr dann anmalen und so weiter und so fort. Aber all das muss gefunden oder gekauft werden. Und dementsprechend dauert es halt eine Weile. In der Beta wird davon noch nicht allzu viel zu sehen sein.
Die laufen hinterher, warum? Was hast du mit denen gemacht? Oh, die mögen mich vielleicht einfach. Erste Hilfe-Set geben. Der Herr sieht alles und weiß, was sie für uns tun. Der hat nichts fallen lassen. Okay, langsam habe ich keine Erste-Hilfe-Sets mehr, glaube ich. Ich gebe das einfach zu oft an Passanten und Zivilisten ab. So, jetzt wird das hier schon richtig düster. Eine ganz andere Atmosphäre als vorhin. So, ich glaube, wir sind fast da. Das sieht hier eher aus wie eine Behausung für eine Musikerin, als das, wo wir vorhin waren. Mit Fledermäusen, großartig. So. Ja, da sind wir. Den Bereich durchsuchen. Cloud-Daten, keine Ahnung, was das bedeutet, aber wir müssen hier stehen und er analysiert jetzt großartig. Wiederherstellung abgeschlossen. So, Echo aktivieren. Wir gucken wieder in die Vergangenheit. Komm schon. So, die sind schon reingelaufen. Hetzer Lau hat es bis zu ihrem Wohnhaus geschafft, aber der Haupteingang ist verschlossen und verbarrikadiert. Versuchen Sie, über eine Seitengasse ins Gebäude zu gelangen. Wir machen jetzt die Mission Nummer 3. So, dann gehe ich hier mal raus aus dem Echo-Bereich, damit euch nicht schlecht wird. Und dann versuchen wir mal, über eine Seitengasse hier reinzukommen. Wo haben wir eine Seitengasse? Siehst du etwas? Vielleicht da, wo wir hergekommen sind? Nein, ich kann auch nichts entdecken. Gut, denn da, wo wir hergekommen sind. Wir kommen ein Stück zurück. Erfasse ein Echo in der Nähe. Ah ja. Das haben wir uns gerade angeguckt. So. Was? Gott, das ist verstörend, dass überall Leute hier rumlaufen und reden. So. Brauchst du gerade Pizza? Ja. Ah, hier. Okay. Oh ja, ein schmieriger Hinterhof. Sieht ja fast aus wie in Berlin hier. Mit Bösewichtern. Bei der Kälte friert einem das Hirn. Lade. Ist da noch einer? Nein. Irgendeiner ist da nach hinten gerannt. Ah. Der ist vielleicht auch einfach nur... Nein, da hinten steht er. Sehe ihn nicht. Keiner da. Okay. Dann gehen wir hier aktives mal hoch. Echo-Signal geortet. Hier ist nämlich irgendwo ein Echo-Signal. Das können wir uns mal angucken. Wo ist denn das? Hier. Analysiere. Wiederherstellung abgeschlossen. Echo aktivieren. Ach, guck mal. Da klettert so hoch. Was ist mit denen hier? John Williams? John Willis? Warum müssen wir in der Kälte warten und du darfst als Erster ran? Scheiße, ist das kalt. Haltet die Klappe und passt auf. Gewaltverbrechen, Gewaltverbrechen und beide sind sie verstorben. Was ist mit dem da oben? Unbekannt. Verkäufer, ausstehender Haftbefehl für Gewaltverbrechen. Okay, ich würde sagen, wir gehen da mal hoch, denn ein paar ungute Gestalten laufen hier ebenfalls hoch oder sind hier hochgelaufen. Gucken wir mal, ob wir hier eine neue Mission haben. Ist jetzt ein bisschen unübersichtlich hier, muss ich ganz ehrlich sagen. ja, ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Egal, wir laufen jetzt einfach mal hier hoch. Mal gucken, was passiert. Ich schätze mal, wir müssen hier rein. Psst, vielleicht sind sie noch da. Ich denke mal, das ist die Wohnung von Heather. Faye? Faye, hier ist Heather. Gott sei Dank. Ich hab dir solche Sorgen gemacht. Wo bist du? Bist du in Sicherheit? Ich hab das Funkgerät im Apartment vergessen. Aber mir geht's gut. Ich musste bloß meine Gitarre auf dem Schädel von irgendeinem Typen zertrümmern. Oh. Hat sie sich wehren können? Das ist schön. Was? Nein, ist egal. Ja, meine Gitarre. Ich schicke dir eine Eskorte, die dich in Sicherheit bringt. Bleib genau, wo du bist und beweg dich nicht von der Stelle. Gut. Ich habe jetzt hier mal auf das kleine MG gewechselt. Das ist in dem engen Rahmen hier sehr viel besser. Da ist er ja.
Wir kommen in Frieden. Hessa. Meine Güte, ah. Sie waren aber schnell. Ja. Kann ich jetzt raus hier? Und was Sie angeht, Agent, das bedeutet mir viel. Unglaublich viel. Ich schicke eine JTF-Patrouille vorbei. Ich schulde Ihnen einen Gefallen. Einen großen. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich melde mich. Lau Ende. Okay, ich glaube, wir haben die Dame jetzt hier wirklich gesichert und damit unsere Mission erfolgreich abgeschlossen. Ja, ich sehe keinen weiteren Punkt mehr. Das heißt, wir laufen jetzt zurück. Es gibt noch viel zu tun, Agent. Falls du es lebend hierher zurückschaffst, haben wir eine Kleinigkeit für dich. Genau. Und falls nicht, wüsste ich auch schon, wem ich sie sonst gebe. Ich sehe die Sache praktisch, das ist alles. Over. Oh, ich sehe schon, wir werden vermisst zu Hause. Wir gehen jetzt zurück mit der lieben Heather in unsere Basis zurück. Und das waren quasi die ersten Bilder aus The Division. Und ja, das war so ein typischer Einsatz eigentlich. Und ich finde die eigentlich richtig gut. Die machen echt Spaß. Und ja, das war es dann erstmal für das heutige Video von Bob und Sally. Macht's gut, bis bald, euer Mu. Tschüss. Tschüss. Hehehe.